Herzlich willkommen, meine Lieben, zur neuen Stellplatzvorstellung von eurem Dackmobil. Ich bin die Betty und hinter der Kamera haben wir den Alfred. Heute haben wir uns vorgenommen, mal Willy Basalt zu besuchen. Weiß der ein oder andere schon, wo Willy Basalt wohnt? Willy wohnt in Schalke-Mähren und zwar neben dem Wohnmobilpark Vulkaneifel. Wir stellen euch jetzt den Platz mit seinen ganzen Annehmlichkeiten vor. Hier gibt es nichts, was wir eigentlich vermissen. Folgt mir, wir gehen auf Entdeckungstour, was der Platz alles zu bieten hat. Kommt! Hallo, es gibt ja so einen Schlaumeier, der sagte, wir machen das Stellplatzvideo Sonntag, weil da soll mehr Sonne scheinen. Tada! Über den Wolken. Genau, heute machen wir mal einen Stellplatz im Nebel. Haben wir noch nicht, also von daher hoffen wir, dass wir euch trotzdem was zeigen können. Ihr kommt von Mähren aus der Richtung. Auf der Schalke-Mährener Straße in Schalke-Mähren und biegt ab hier, wo das Schild Wohnmobilparkplatz steht. Auch zu erkennen natürlich mit unserem Camperzeichen. Und dann seid ihr auch schon am Wohnmobilpark Vulkaneifel. Der Platz ist nur für Wohnmobile erlaubt. Das ganze Jahr über geöffnet. Und in einem guten Kilometer ist das Mahr und auch der Ort Schalke-Mähren von hier aus zu erreichen. Nehmt Lebensmittel mit, wenn ihr nicht unbedingt essen gehen möchtet. Es gibt keine große Einkaufsmöglichkeit im Ort. Es gibt lediglich ein kleiner Versorgungsautomat mit kleinen Getränken und Butter Würstchen. Und sowas, Würstchen. Was der Platz alles hat, erklären wir euch gleich. Aber als erstes finde ich genial, dass hier dieses Parkleitsystem angebracht ist, wo ihr sehen könnt, wie viele freie Plätze noch zur Verfügung stehen, bevor ihr euch hier den kleinen Berg mit eurem Wohnmobil hochquält. Aber das ist nicht alles. Diese Anzeige ist 1:1 auf der Homepage des Platzes auch zu sehen. Das heißt, ich fahre zu Hause los, habe eine Stunde Anfahrt oder zwei, noch einen Platz frei. Ob das gut geht, kann man sehen. Fahrt ihr los und es sind noch 30 Plätze frei, könnt ihr ganz entspannt die Bahn entlang rollen. Das ist ein super System, das wir mögen, was mich auch oft schon zum Verzweifeln gebracht hat, weil wir wollten hier immer in etwas besseren und wärmeren Jahreszeiten hin. Und der Platz ist freitags um 12 meistens schon fast ganz belegt. Also von Mai bis Anfang Oktober ist es hier schwer, freitags noch ein freies Plätzchen zu ergattern. Ich habe das jede Woche beobachtet und ihr seht ja, wann wir hier gelandet sind. Dafür hatten wir aber freie Platzwahl. Jetzt lasst uns mal hochgehen. Der Platz ist videoüberwacht und verfügt über eine komplette Infrastruktur, die wir an einem gut ausgestatteten Stellplatz wünschen. Und das da oben ist die Kennzeichenerkennung. Genau. Kommen wir aber gleich noch zu. Hier wird nämlich euer Kennzeichen erfasst, das ihr gleich am Bezahlautomat einfach nur auswählen braucht. Hier seht ihr schon das Versorgungsgebäude oder Sanitärgebäude, das wir euch gleich auch näher zeigen. Wenn ihr hier hochgefahren kommt, habt ihr direkt den Entsorgungsbereich, den wir gleich detailliert zeigen. Daneben das Sanitärgebäude und dann könnt ihr auch hier schon euch einen der 35 Plätze aussuchen. Es gibt längs und Querstellplätze, zeige ich gleich euch aber näher am Platzplan. Der Platz liegt direkt am Mosel-Radweg und ihr könnt von hier aus direkt mit eurem Rad loslegen. Der Platz liegt direkt neben dem ehemaligen Bahnhof Schalke-Mähren, wo auch ein kleiner Treppe hochgeht, dass ihr praktisch darüber hochgehen könnt und in einem, ich glaube 200 Meter ungefähr oder 150 Meter starten direkt die schönen Wanderwege hier um die Mare und ihr seid auch dann von dort in einem weiteren Kilometer direkt, wenn ihr durch den Wald gehen wollt, in Schalke-Mähren. Alternativ natürlich unten die Straße, dann seid ihr auch in einem Kilometer da oder mit dem Rad. Fangen wir erstmal an, dass wir euch einen Plan von dem Platz zeigen. Vom Untergrund her sind hier vorne
vier Plätze sind es, glaube ich, mit gepflastertem Untergrund. Der Rest ist geschottert mit Rasenbewuchs. Ein bisschen matschig, aber du sagst auf jeden Fall momentan noch nicht ein. Keine Ahnung, wie es bei der Schneeschmelze ist, weil hier ist ja ganzjährig geöffnet. Hier zeige ich euch jetzt mal kurz den Plan. Wir stehen hier am Sanitärgebäude. Hier sind die gepflasterten Flächen. Und ansonsten habt ihr hier die großzügigen Parzellen, wo ihr längs an der hinteren Reihe und hier vorne, bis auf diese zwei, wo ihr quer steht, euch hinstellen könnt. Und dann ist noch hinten ein lockerer Rasenbereich. So, die Plätze sind auch, die grünen, für große Flotten geeignet. Der Rest ist normal. Wir haben ja 7 Meter und das passt sehr gut. Aber wie gesagt, Liner können hier hinten auch auf den größeren Plätzen bequem stehen. Kommen wir zum Bezahlsystem. Ihr habt diesen Touchscreen. Ihr könnt hier nur mit Karte zahlen. Ob Giro oder Kreditkarte, das ist egal. Aber es ist keine Bargeldzahlung jeglicher Art möglich. Ihr drückt auf das Display. Ich habe wählt die Sprache aus, die ihr benötigt. Sagt, dass ihr euch anmelden wollt. Und wählt euer Kennzeichen aus. Da wir jetzt hier schon stehen, gehe ich einfach mal auf nicht vorhanden. Wir simulieren mal. Gebt hier ein Kennzeichen ein. Bing, bing, bing. Und dann wählt ihr mit der Falltaste aus, wie lange ihr stehen wollt. Dann sagt ihr übernehmen. Habt ihr noch einen Hundi dabei oder zwei? Zack, weiter. Dann könnt ihr noch eine Gastkarte dazu nehmen. Das ist eine Art Servicecard. Möchtet ihr die mit Guthaben beladen, weil ihr hier duschen möchtet, Wasser ziehen möchtet? Strom ist in Münzen zu entrichten, ne? Nee. Oder, mit der Karte. Oder Strom benötigt, dann ladet ihr hier noch das Guthaben auf. Das, was ihr nicht benötigt, sowie das Kartenpfand, wird an eurem Abreisetag, wenn ihr es nicht vergessen habt, zurückgegeben. Dann macht ihr den ganzen Vorgang halt nur rückwärts. Ne? Schiebt die Karte rein und schiebt eure EC-Karte rein. Dann sagt er, ihr habt ein Guthaben noch von 12 Euro und dann wird das eurem Konto zurückgebucht. Ich breche mal hier an der Stelle ab, weil ich ja jetzt nicht bezahlen möchte, aber es ist ganz einfach. Und wenn ihr die Karte nicht benötigt und nicht aufladen wollt, dann einfach ohne Aufladen. So, ich gehe mal zurück, breche den Vorgang ab. Es wird euch ein Ticket ausgegeben, das ihr im Wohnmobil aushängt, plus eine Bezahlquittung, plus die Servicecard mit dem aufgeladenen aber Guthaben. Ja, da kommt die EC-Karte rein. Und wenn ihr abreist, wie gesagt, steckt ihr die Servicecard rein, werdet angewiesen, eure EC-Karte einzugeben und dann wird es zurückgebucht. Der Stellplatz kostet 12 Euro, inklusive WC-Nutzung und Entsorgung. Das Wasser kostet 100 Liter 1 Euro und der Strom, die Kilowattstunde, wird mit 60 Euro vergütet. 60 Cent berechnet, oh Gott. Wir haben zwar genau. Nächstes Jahr Preise erhöhen, ja. Aber nicht so. Und 8 Minuten richtig schönes Duschvergnügen kosten 2 Euro. Die Sanitäreinrichtungen sind nämlich hier wirklich schön. Wir haben aber hier neben noch den Brötchenservice, der sonntags und montags leider nicht genutzt werden kann. Ihr braucht dazu nur entsprechend eure Bestellung in den Briefkasten einwerfen. Beziehungsweise die Servicecard sollte sie nicht genommen werden, weil steht, wenn es kalt wird, spinnt der Automat mit der Karte schon mal, dass er die... Aber erst nach dem Auschecken. Nach dem Auschecken wieder auswirft. Und der Brötchenservice, die Brötchen werden dann hier in den Schrank gelegt und ich finde aber jetzt keinen Plan von dem Bäcker, der sonst hier aushängt, weil das ist Pizza. Die aber nicht nach hier oben liefern, denn dann müsst ihr euch die Pizza mit dem Fahrrad abholen. Steht hier netterweise drauf. Okay, zu dem Brötchenservice kann ich jetzt nichts sagen, weil normalerweise gab es einen Aushang hier. In den Sommermonaten gab es in diesem Jahr zumindest hier vorne noch einen
Versorgungsautomaten mit hiesigen Produkten, wo ihr von Wasser bis Wein über Butter, Schafskäse, Mettwürstchen, alles Mögliche beziehen konntet. Im Winter ist der aber abgebaut. Ihr habt an dieser Seite zwei Bäder, behindertengerecht, inklusive der Dusche und WC. Auf der Rückseite ist noch mal eins. Zum Öffnen haltet ihr einfach eure Servicecard hier vor, zieht die Tür auf und könnt hinein. Jetzt war hier gerade jemand duschen, von daher hoffe ich, dass das funktioniert. Nass und ja, mir beschlägt die Brille. Luftfeuchtigkeit. Genau. Ihr habt hier sehr viel Platz, es ist super sauber. Jede Toilette ist behindertengerecht mit separatem Waschbecken und wirklich großzügigem Platz. Von der Dusche und den Temperaturen nach ist es da drin auch heiß. Es gibt Sitzmöglichkeiten und Ablageflächen. Also wirklich super. Ich mach dann mal wieder zu, weil ich lasse hier noch was auf, damit das die Luftfeuchtigkeit entziehen kann. Aber ich muss gerade mal gucken, dass ich erst wieder was sehe. So, das ist ja schlimmer gewesen als der Nebel hier draußen. Dann kommen wir direkt zur Entsorgungsstation. Hier könnt ihr euer Grauwasser ablassen. Es ist ein großzügiger Einlauf, wo ihr dann mit euren Öffnungen drüber fahrt und das Wasser ablassen könnt. Daneben befindet sich auch schon direkt die Chemietoilettenentleerung, die ihr einfach in den Ausfluss kippt. Und mit dem Wasserhahn könnt ihr eure Toilette dann spülen. Allerdings haben wir jetzt in den Wintermonaten, weil hier doch sehr viel Frost herrscht, das Wasser abbestellt, weil eine Heizung für die Spülung zu teuer wäre. Gleich dahinter befindet sich die Frischwasserversorgung, die ihr hier auch wieder mit der Servicecard bedienen könnt. Einfach. Nicht die Karte jetzt davor. Die tue ich ja nicht, ich mache einen Reißverschluss durch. Ach so. Einfach die Karte davor halten und entsprechend könnt ihr dann die 100 Liter Wasser entnehmen. Es gibt halt keine kleinen Mengen, sondern nur entsprechend die 100 Liter. Spülmöglichkeiten gibt es hier nicht. Und naja, an dem Waschbecken könnte man sich notfalls auch eine Kaffeekanne voll Wasser holen. Dann haben wir hier noch die Müllcontainer. Hier wird strikt getrennt. Haltet euch bitte daran. Es wird noch mal ausdrücklich darauf hingewiesen. Aber muss man ja auch nicht extra betonen. Von der Lage her, wir haben zwar unten eine kleine Bundesstraße, wo aber frühestens morgens um 7 mal vielleicht ein Auto fährt, weil es geht hier eigentlich nur nach Schalkenmeeren, ist es hier super ruhig. Wir haben riesig, richtig gut geschlafen. Und im Sommer, wenn das Wetter schön ist, kannst du herrlich draußen sitzen, ein bisschen spazieren gehen, im Marsch schwimmen gehen. Also im Grunde braucht man nicht viel mehr. Vielleicht eine kleine Radtour bis Down sind es 5,5 Kilometer. Da ist ja auch ein bisschen mehr noch geboten. Von daher, die Lage ist schon super. Fürs Wetter kann man ja bekanntlich nichts. Schreckt uns ja aber auch nicht ab, weiter unterwegs zu sein. Schauen wir uns noch den Strom und den Platz an. Die Stromsäulen sind relativ neu und sehr modern. Ihr wählt hier eure Platznummer aus, die auch dann gleichzeitig eure Steckdose ist. Steckt euren Stecker rein, legt die Servicecard dagegen, wird die Anzeige rot. Habt ihr noch ein Restguthaben vom Vorsteher dabei, die ihr erst einmal aufbrauchen müsst. Danach könnt ihr eure Servicecard wieder dagegen lehnen, wird dann mit einem Euro auf eure Stromsäule aufgebucht. Wollt ihr mehr Strom haben, noch mal einige Sekunden danach die Karte noch mal dagegen legen und es wird dann für 2 Euro Strom auf eure Steckdose freigegeben. Es steht hier sehr detailliert drin, da wir ja keinen Strom nutzen, haben wir es jetzt nicht getestet, aber scheint zu funktionieren. Wir waren der Einzige ohne Strom hier. Ne? Und wenn ihr fahrt, dann könnt ihr das Guthaben wieder zurückbuchen, indem ihr da unten das Knöpfchen drückt und natürlich die Karte da oben gegenhaltet. Auf dem ganzen Platz gibt es WLAN, das sehr gut funktioniert. Wir haben damit beide gestern gestreamt. Hat super funktioniert, also klasse. Und es gibt, ich glaube, 3 oder 4, ich weiß es nicht genau, 3 auf jeden Fall.
Feuerlöscher, die hier an der Reling, hätte ich jetzt beinahe gesagt, an der Einfassung hängen. Das Einzige, was nicht funktioniert, sind die Laternen, die auf dem Platz verteilt sind, diese runden Kugeln. Aber da die Stromsäulen beleuchtet sind, lauft ihr hier nicht ganz im Dunkeln. Da sind wir auch schon auf dem Untergrund. Ist sehr verdichtet, Pfützenbildung minimal. Und auch da, wo hier stand heute Morgen noch jemand, seht ihr, es gibt leichte Fahrspuren, aber nichts Dramatisches, wo man festhängt. Also ist schon richtig gut verdichtet und mit dem Splitter drin, da hat man ganze Arbeit geleistet. Im hinteren Bereich sind noch einige Sitzbänke und die Stellplätze für die Liner. Das ist der Bereich für die großen Liner. Also wie ihr seht, wirklich richtig Platz, auch 12 Meter sind hier kein Problem. Da kriegt ihr schon ein entsprechendes Dickschiff untergebracht. Die Plätze sind immer wieder unterteilt von diesen Holzbalustern, die auch für die Zukunft mit Sträuchern versehen, bewachsen sind, so dass man ein bisschen Sichtschutz hat. Also an alles ist gedacht. Jetzt nochmal zur Parzellengröße. Wir stehen bündig mit der Holzbalustrade. Also da kann man gerade noch aussteigen. Und man geht sie wirklich bis zur Sturmsäule. Also optimal. Unser Fazit ist, Hut ab. Solche Plätze sollte es mehr geben, gerade auch mit der Verfügbarkeit auf der Homepage, so dass man seine Reise planen kann, weil unser Plan war gar nicht, dass wir nach hier fuhren. Wir waren vorgestern war es ja schon, erst zwei andere Plätze angefahren und hier kurz entschlossen hin. Optimal, ich finde das super. Wir haben einen Platz in der Nähe entdeckt, der ähnliches Prinzip anwendet und von daher sagt uns das, dass es machbar ist. Fennekotten hat ja auch Ähnliches vor, also das sollte man vermehrt einführen. Sind wir absolut dafür. Wenn euch das hier alles gefallen hat und ihr gucken wollt, was mit Schalkenmähren zu bieten hat, schaut doch in unser anderes Video. Wir haben ja immer zum Stellplatzvideo nochmal ein Video zur Umgebung. Und dann, wenn euch das gefallen hat, drückt doch mal auf den Daumen hoch. Das motiviert mich nämlich hier drastisch weiterzumachen. Und auch dem Mann hinter dem Kamera tut's gut, wenn wir sehen, dass es euch gefällt. Und was uns am besten gefällt ist, vielleicht lasst ihr uns mal ein Abo da, weil umso mehr Stellplätze werden wir für euch weiter anfahren und vorstellen.